Hallo und herzlich willkommen bei meinem Mittwochsvideo. Ja, Mittwoch. So. Immer ich mit meinen Zwangsneurosen. Ich möchte einfach diese doofe Türklinke nicht im Hintergrund haben und drüber aber ja, egal. Heute ist Mittwoch und ich habe zum einen einen Hasen, der mir gerade aus der Hand frisst. Voll cool. Zum anderen ist heute. Ist es jetzt, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich nach Deutschland gekommen bin. Vor hier. Okay, dann war es am 16. Am 16. Komm, du bist am 18. Hä, haben wir da? Du bist 16. Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist am 16. Aber es ist nur 2 Tage bis zum 18. Ach. Aber am Freitag ist es dann soweit, ne? Mhm. Ja gut, dann feiern wir das am Freitag. Also. Ja, aber auf jeden Fall habe ich heute ein Thema in meinem kleinen Themenrucksack. Ich möchte heute mit euch mal über was mir aufgefallen ist, reden. Also abgesehen davon, dass meine Brüste heute echt riesig wirken. Ja, ist so. Auf der Kamera gerade so. Entschuldigung. Das ist nicht gerade Stil, aber ist halt wie es ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern oder irgendwann, ich bin gerade zurzeit aktiv dabei, mir die Wahlkämpfe der Welt anzuschauen. Also ich bin von Frankreich nach Österreich und jetzt bin ich endlich mal in Deutschland angekommen. Drück mir die Daumen, dann vielleicht schaffe ich noch den von Italien. Aber ich glaube, ich kann kein Italienisch, also wird spannend. Also bei dem Französischen, das war auch schon spannend, habe ich auch kein Wort verstanden. Aber man konnte ja die Gestiken verstehen, also... Und hat sich da weiterhelfen können. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich da so einen Fünfkampf angesehen habe. Und mir ist aufgefallen, dass die Politiker teilweise sehr viel sagen. Und ich war ultra genervt. Ultra genervt von diesem Und dann habe ich überlegt so, ja, was ist denn, warum nervt mich dieses so sehr? Und dann habe ich so... Kurz danach habe ich meine Mutter angerufen und Mama hat mich so gefragt, was willst du denn eigentlich zum Abend und ich essen so und ich so. Also heutiges Thema: Dinge, die einen an anderen nerven, die man aber selber sehr sehr oft auch tut. Also zum Beispiel, was mich auch nervt, ist, wenn mein Vater irgendwelches Zeug irgendwo hinlegt und dann nicht mehr weiß, wo es hat und dann ewig da rumliegt und ich es dann immer sehe, aber ihn dann frage, was willst du damit machen? Und er so irgendwas so antwortet wie, oh, weiß noch nicht. Und ich dann einfach genervt bin. Aber glaubt mir, wenn ihr mal wisst, wenn ihr mal meine, ich habe mir eine USB-Schublade zulegen müssen, weil ich die letzten Jahre immer irgendwo ein USB-Stick rumfahren gehabt habe. Aber es war einfach für mich nervig, diese Angewohnheit von meinem Vater, die ich aber selbst auch habe. Und ich glaube, es nervt einen am meisten, wenn man weiß, dass es schwierig ist, weil es heißt ja im Klartext, dass es, also meistens sind so nervige Angewohnheiten ja was störend ist, was irgendwie zum Beispiel platzverschwendend ist oder eben einfach eine schlechte Angewohnheit ist. Und wenn man weiß, dass man die selber auch hat oder man es unterbewusst weiß, weil man ja meistens nicht drüber nachdenkt, dann weiß man ja auch, was es heißt, diese Sachen zu haben. Also zum Beispiel, wenn man immer das Zeug irgendwo hinlegt und vergisst, wo es ist, dann ist das natürlich blöd, weil dann, wenn man es dann irgendwann sucht, dann findet man es nicht. Und ich glaube, also das ist meine Ansicht zu dem Thema, es ist am nervigsten, Dinge zu sehen an anderen, die wir selber auch machen. Seht ihr, da war es schon wieder mein weil wir wissen, dass es manchmal auch Problematiken gibt, entweder im Gespräch oder weil es den anderen stören kann oder ja, also ich habe ja mal eine Weile lang versucht, mir diese ganzen Sachen abzugewöhnen, weil ich eben gedacht habe, gut, das ist nervig, das ist anstrengend und ich wollte vor allem nicht mehr ständig in allen Videos ernst haben, aber das ist sehr schwer und manchmal habe ich so das Bedürfnis, meinem Vater da zu helfen oder auch ihm diese Sachen abzunehmen, weil ich dann das Gefühl habe, wenn ich sie abnehme, dann kriegt er nicht diese Probleme damit und hat dann es leichter. Und ja, sagt, dann hat es Opa leichter. Oder auch so eine Sache, was mich unglaublich stört, ist, wenn man sich von allem ablenken lässt. Ja,
Ja, gell, du bist nicht alles, was mich ab. Du bist nicht alles, du bist Leo. Ja, und das ist einfach manchmal sehr schwierig, sich Dinge abzugewöhnen, die man sich über Jahre lang hat oder auch schon angewöhnt hat, die man selbst gar nicht so bewusst wahrnimmt. Also ich meine, wenn ich euch jetzt sage, achtet mal die nächste Woche, wie oft sagt ihr oder wie oft sagt ihr oder irgendwelche Geräusche, so diese Lückenfüllerworte. Man kann davon ausgehen, dass es unglaublich oft passiert, weil das sind so Worte, die man ja nicht sagt, wenn man sich darüber Gedanken macht, sondern das ist sowas, was einem unterbewusst im Kopf kommt. Und es ist ja eben für den anderen manchmal anstrengend, einem zu folgen, sobald dieses also ab einer gewissen Menge an wird es anstrengend, das weiß ich. Ich habe es zum Beispiel für mich dann geübt und habe darauf geachtet. Ich gebe richtig Acht drauf, wie oft sage ich, also in diesem Video sage ich es jetzt schon viel zu oft. Und ich gebe dann halt Acht drauf, wie oft sage ich es, und dann versuche ich es immer ein bisschen weniger zu sagen. Oder auch mal lieber eine Gedankenpause zu machen und halt einfach nur nichts zu sagen, bevor ich dann dieses blöde rausquetsche. Und ja, das hilft dann zum Beispiel gegen sowas. So Marotten wie Sachen irgendwo hinlegen und es dann vergessen, das ist natürlich eine andere Sache, weil da braucht man andere Tricks, um da was dagegen zu tun. Also ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, ich schmeiß die Sachen, ich nehme immer bloß eins raus. Also zum Beispiel, wenn ich einen USB-Stick habe, nehme ich nur einen aktiv und den benutze ich so lange, bis er kaputt ist. Und den lege ich dann halt immer gerade dahin, wo ich zuletzt gearbeitet habe. Und dann muss ich nur noch überlegen, was hast du zuletzt gearbeitet? Und so finde ich den dann schneller wieder. Aber es ist eben oft auch so, dass wenn ein System bei dir funktioniert, es bei einem anderen nicht funktionieren muss und nicht gleich zwangsläufig. Na, du hast hier gerade das Paradies, was? So, natürlich. Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass es oftmals nicht hilft, dem anderen zu sagen oder ihn aufmerksam darauf zu machen, sowas wie, Mann, jetzt höre ich dich auch ständig zu sagen und sag mir was oder leg dein Zeug hier mal irgendwo in eine Ecke, das nervt. Weil wenn man sowas sagt, dann passiert es dem anderen eher, weil er dann ja viel mehr sich darauf konzentriert und dann vergisst er dann irgendwas anderes. Und ja, damit macht ihr es dem anderen nur schwerer, als es notwendig wäre. Und ihr macht es auch euch schwerer, weil dann diese Marotten meistens eher schlimmer als besser werden. Und ja, richtig einfach. Zum Beispiel, das so mache ich es oftmals. Ich versuche mir auch ein bisschen mitzumerken, wenn ich sehe, dass irgendwie mein Vater was ins Eck schmeißt, ist dann mir zu merken, wo es hingeschmissen hat, dass wenn er dann fragt, ich sagen kann, also als ich es letztes Mal gesehen habe, war es da und da. Dann ist es einfach, ja, das ist dann so mein Versuch, ihm da zu helfen und ja, ich drücke mir selbst die Daumen, dass es vielleicht funktioniert. Und die andere Sache ist natürlich, du kannst nicht alles ändern und du kannst nicht einfach den Leuten verbieten, Zwischenlaute zu machen. Und deswegen ist der beste Tipp in dem Fall, wenn euch das arg nervt, dann schaltet den Fernseher aus. Und mein zweiter Tipp, schaut euch nicht Boris Becker an. Meine Mutter hat mir erzählt, er hätte früher sehr viel gesagt. Also von dem habe ich mich ferngehalten. Ja. Ich glaube, das ist so alles, was ich euch dazu sagen kann. Wenn ihr irgendwie so selbst so Sachen habt, die euch stören, dann versucht es nicht erst dem anderen abzutrainieren, sondern versucht es erstmal bei euch, weil ich glaube, Dinge, die einen dann in dieser Art stören, sind meistens weniger, dass es dich an dem anderen stört, sondern es stört dich an dir selber, auch wenn du selbst nicht bewusst drüber dir bist, dass es dich stört. Und ja, versucht es erstmal bei euch zu ändern. Für euch zu ändern und dann helft dem anderen so gut ihr könnt, aber eben ohne ihn dabei zu bevormunden. Das ist mein Tipp des Tages. Ja, mich gibt es übrigens nicht als Spruchkalender, leider. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr das so handhabt. Seid ihr auch so Leute, die es total nervt, wenn jemand die ganze Zeit nur sagt oder stört es euch eher weniger? Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Ihr könnt mir auch gerne alle möglichen Fragen zu mir oder meinem Leben oder wie auch immer stellen. Man soll das Angebot ja alle paar Jahre mal wiederholen, also mache ich hier mit. Und ja,
Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Da ist sogar dann mein Tag, wo ich in Deutschland angekommen bin. Also wir sehen uns. Bis bald. Ciao.